Für viele war Suchmaschinenoptimierung im Marketing immer so der heilige Gral. Wenn man die Position 1 bei Google erhalten hat, super. Da kriegt man super viele Klicks, der Umsatz kommt, man kann sein E-Book verkaufen, man kann seine Dienstleistung verkaufen, die Kunden rennen einem die Bude ein. Aber ich empfehle heute den Leuten überhaupt nicht mehr Suchmaschinenoptimierung zu machen. Warum, erfährst du in diesem Video. Suchmaschinenoptimierung ist echt ein schwieriges Thema. Du musst eine relativ gute Website haben, du musst gute Texte schreiben, du musst gute Bilder haben in deinen Beiträgen und in deinen Seiten. Du musst vielleicht sogar ein Video einbinden. Dann hast du nicht nur Google als Suchmaschine, sondern auch Bing und so weiter. Dann hast du YouTube als Videosuchmaschine und jedes Mal ändert sich irgendwas, wenn Google ein neues Update für ihre Suchmaschine rausbringt und du musst dich weiter informieren. Ich finde aber, Suchmaschinenoptimierung ist überhaupt nicht mehr das, worauf man sich heute im digitalen Marketing konzentrieren sollte. Andere Sachen sind viel, viel effektiver, denn Suchmaschinenoptimierung ist mittlerweile so überlaufen, dass es sehr, sehr schwierig ist, eine gute Position zu bekommen. Denn wenn ich Suchmaschinenoptimierung betreibe, ist das Ziel immer auf Platzierung 1, 2 oder 3 zu landen. Oder mindestens natürlich auf der ersten Seite, denn weiter guckt ja keiner. Das ist aber heute für die meisten Sachen gar nicht mehr möglich, weil es schon so, so viele Anbieter gibt, die schon so lange eine gute Position haben und auch ständig daran arbeiten, diese Position zu verbessern. Das heißt, wenn du zum Beispiel, ich nehme mal gerne Rasenmäher verkaufen, also gib mal bei Google ein Rasenmäher kaufen, da gibt es irgendwie Millionen Suchergebnisse für und da konkurrierst du natürlich mit großen Baumärkten, die mittlerweile auch ein Online-Angebot haben. Du hast kleinere Läden, die sagen, okay, ich verkaufe auch meine Rasenmäher online und dann hast du natürlich auch so Versandhäuser, mit denen du zu tun hast. Also wenn du jetzt überlegst, einen Online-Shop zu machen, um Rasenmäher zu verkaufen, das wird sich nie im Leben lohnen, darüber mit der Suchmaschinenoptimierung Kunden zu generieren, weil du hast einen riesen Aufwand, diese ganzen großen Player auszuspielen. Denn was Google ja möchte, ist, dem Nutzer das bestmögliche Suchergebnis zu zeigen. Und deine Website muss eben das bestmögliche Suchergebnis sein. Da gibt es aber schon, wenn du dir die Suchergebnisse mal anschaust, 3 Millionen andere Websites, die besser sind als deine. Was machst du? Keine Suchmaschinenoptimierung. Wo sich aber Suchmaschinenoptimierung noch lohnt, ist im lokalen Bereich. Das heißt, wenn du zum Beispiel Rasenmäher in deiner Stadt verkaufst, zum Liefern oder sofort abholen oder zum Vermieten oder was auch immer, ja, dann kannst du sowas verbinden, zum Beispiel mit Rasenmäher kaufen oder mieten in deiner Stadt. Und dann findest du auch einige Leute, die natürlich danach suchen. Das lohnt sich natürlich nur, wenn so ein Suchwort ein Suchvolumen von monatlich 1000, 2000 Suchanfragen hat. Denn du kannst ja ausrechnen, wenn 1000 Leute jetzt danach suchen, wie viele Leute landen letztendlich bei dir und mieten sich einen Rasenmäher. Nicht so viele. Deswegen geht man dann eher, also im kleinen Dorf würde ich es nicht machen, in der größeren Stadt schon eher. Ja, wenn es da noch nicht gibt. Was ist die Alternative zur Suchmaschinenoptimierung? Ich sehe großes Potenzial im Bereich YouTube als Suchmaschine. Ja? Das heißt, nicht Suchmaschinenoptimierung betreiben mit der eigenen Website, sondern mit Videos. Das, was früher die Blogartikel waren und die Beiträge und die guten Seiten, das sind heute Videos. Denn über ein Video kannst du über Jahre hinweg so viele Aufrufe generieren. Du kannst die Leute dann weiterverlinken. Die Leute können dich gleich abonnieren. Das ist ähnlich wie ein Newsletter. Das ist einfach nur geil. Also auf YouTube kann man super Reichweite generieren. Das andere ist natürlich Facebook, Instagram, die ganzen Social-Media-Netzwerke. Such dir ein gutes aus, was dir auch selber gefällt, wo deine Zielgruppe unterwegs ist und betreib da Marketing. Da kommst du viel schneller an dein Ergebnis und wenn du es richtig aufziehst, dann hast du da auch langfristig Erfolg mit. Aber für überregionale Sachen, Suchmaschinenoptimierung zu betreiben, als komplett neues Unternehmen in einem Bereich, der total überlaufen ist, keine Chance. Sehe ich überhaupt keine Chance mehr. Wenn du ein sehr spezielles Produkt hast, ja. Wenn du lokal agierst, ja. Ansonsten nein. Und das ist der Grund, warum ich sage, Suchmaschinenoptimierung heute, ich empfehle meinen Kunden lieber etwas anderes. Ja, ich hoffe, euch haben diese Tipps zum Thema Suchmaschinenoptimierung gefallen. Weitere Videos zum Thema Marketing, Online-Marketing findest du hier auf diesem Kanal. Also abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Video. Ciao.